Hallo Retro-Freunde und weiter geht's. Oh, los geht's. Let's go. Republic Lations. Warte mal. Ich muss ja einen Blick haben. Das ist der Ton. Da muss ich einen Blick haben. Ich war doch ein Blink. Ja, leck mich doch. Ich fahre, das siehst du gerade. Bewegung, oh yeah. Dun. Schöner Scheiß! Zu Fuß wird das nichts. Polizei! Oh, nee, du, das kann doch nicht sein, du. Da gehen die einen auf den Sock, du. Damals sind die Kinder. Das glaubt er aber selber nicht, dass ich mich ausweise. Was hast du vor? Fahren. Das, was normale Menschen machen, nur ein bisschen schneller. Sie haben so vieles im Leben. Ja, los, komm. Die besten Jungs, wird Zeit, sie abzuholen. Ja, das wäre schön. Aus hier! Ah! Ich brauche ein Auto. Du brauchst ein Auto. Der wird doch mit dem Auto. Kann, wenn du willst. Bin sie endlich los? Nee, das sehe ich noch nicht so. Hey, das hier ist eine Einbahnstraße. Na und? Das interessiert mich denn nicht. Autsch. Zieh, mein Junge. So. Dann hier. Jo, wir fahren es wieder für geilo. Ja, lass durch die Zeit. Ich hab hier so viel davon. Hallo? Hallo? Halb so hoch wird
abbrennen, wenn wir nicht ans Feuer kommen. Ernsthaft. Ey, darf ich mal durch? Das geht doch nicht. Das geht alles. Wenn ich mal hier rein durfte. So, jetzt aber. So, jetzt aber. Kann man euch denn nie alleine lassen? Nö, das geht nicht. Carter, ich hab sie gewarnt. Lass mal Zeit nie verpassen. Sie sind umzingelt. Na? Stürzen wir uns ins Getümmel. Juhu! Ja, toll. Du bist doch ein Lappen. Alter, ist das ein Lappen, ey. Weil die... Was zum Teufel ist hier los? Die Idioten hier haben alles, dafür gesorgt, dass die Deckung wegbrennt, sozusagen. Hoffentlich. Willkommen in Soho. Wieso? Aus dem Weg, ich bin wieder da, um eure Ärsche zu retten. Warte du doch, diese Typen schießen noch auf. Oh, die schaffen es immer wieder, dass die scheiß Deckung wegbrennt, Mann. Weil die Idioten zu dumm sind. Ey, kaum zu glauben, am helllichten Tage. Scheiße, das war keine Lösung. Kannst du was erkennen? Es ist vorbei, du bist unbewaffnet. Und was machst du jetzt? So weg. Weg. Oh, das ist doch bescheuert, weil die Idioten dafür gesorgt haben, dass das Auto abbrennt. Ich brauch die Deckung. Und nicht, dass sie die dafür sorgen, dass sie abgefackelt wird. Dumme Idioten, ey. Kann man nur so behindert sein. Ja, weil ihr Idioten rumballert wie die das ist zu gefährlich. Oberspasten. Bleib hier, ich geh runter. Na ja, du willst euch denn nie alleine lassen. Holt euch ruhig bei McCormick aus. Ich verhafte Kriminelle. Wir kümmern uns darum. Zurückbleiben. Ja, nee, das sieht man, wie ihr euch drückt. Guck mal.
ist das? Der große Brand von London? Sichert das Gebiet ab! Scheiße, das war keine Büsche! Moment, dann lauft! Entschuldigung, ist einfach losgegangen. Ich kann nichts erkennen. Oh, Alter, jetzt kann ich wieder zurückgehen, ey. So. Glück, Mann! Oh nee, ernsthaft jetzt? So, was ist das jetzt? Nee, hier ist nichts. Oh oh, das wird ungemütlich. So. Das war's jetzt, oder? Ergib dich, du hast keine Chance. Komm schon, Collins, Junge. Alter, weiter. Jetzt aber. Zu dumm. Ruf die Polizei, los! Wir sind die Polizei. Jetzt? Warte mal, hier müsste doch eine Zwischensequenz losgehen, oder? Oder habe ich was verpeilt? Na? Also hier müsste eigentlich eine Zwischensequenz losgehen, soweit ich das noch weiß. Ja. Hey, Penner! Nun? Also hier muss definitiv... Hä? Ja, war doch logisch. Müsste ich ja machen, weil ist ja nix. King Zwischensequenz los. So was Gehirn amputiert ist in meinen Augen. Da Zivilisten drin? Wie sollen wir ans Feuer kommen? Da geht's zu wie im Wilden Westen.
Sowas habe ich noch nie gesehen. Willkommen in Soho. Oh nee! Aus dem Weg, ich bin wieder da, um eure Ärsche zu retten. Kaum zu glauben, am helllichten Tag. Oh Mann. Polizei, bleiben Sie ruhig. Mann, weiter zurück nochmal. So was Bescheuertes, das hat man eigentlich schon erledigt. Jetzt werde ich hier umgenietet. Mein Gott, Alter. Na, komm schon. Das ist doch zum Heulen, Alter. Du kannst hier nichts machen. Das ist so bescheuert in meinen Augen. So. So, jetzt. Was ist das jetzt? Nein, nochmal. Nicht schießen, ich mach ja nichts. Du machst ja nichts, überhaupt nicht, Alter. Jetzt sehe ich keine Opern. Wenn der dauernd mich zurückzieht. Du hast dir den falschen Bullen ausgesucht. So. Sag mal, sehe ich das richtig? Da stehen allen Ernstes Polizisten daneben und gucken zu, wie ich hier beschossen werde. Alter, das kann nicht wahr sein.
Komm. Ey, da steht... Willst du mich verarschen, Penner? Ja, wieder zurück. So, jetzt nochmal hin. Nette Knarre. Cool. Das hätte viel kürzer sein können hier. Überflüssig. Aber die Zwischensequenz startet ja nicht. Total hohl. Muss man wirklich so sagen. Gib auf. Ah, jetzt auf einmal, ne? Machen wir gleich weiter mit dem nächsten. MP verstanden. Oscar Sierra 231 Ende. Hier 222, ich bin in Chinatown. Es eskaliert, ich brauche Unterstützung. Verstanden, 222. Alle Einheiten in Soho dringend Unterstützung benötigen, aber nicht durchfunken. 20 männliche Personen mit Schusswechsel. Wer übernimmt? Echo 5, bin unterwegs. Jetzt wird's richtig lustig. So, jetzt aber. Juhu. Würde ich auch so machen, wenn Polizei kommt. So. Chinatown, wir haben noch nie Ärger in Chinatown. Tja, anscheinend jetzt schon. So, jetzt aber durch hier. Hast du gerade, aber jetzt ist es vorbei. Ey. Das war doch Dotte, oder? Ist die ganze Stadt verrückt geworden? Ja. Oh yeah. Erstmal hier. So. So, jetzt aber. So, und jetzt ab in die Tiefgarage. Okay, das Auto steht hier, also müssen wir anders lang. Hm.
Die Hardys sind ja echt nett heute. Au. Komm. Heile. Echt, ey, zu dumm einfach. So, das war's. Erstmal kurz ausruhen. Wird jetzt wieder kommen. Ich bin mir nicht so sicher. Weswegen? Das überlebst du oder was? Das ist Flying Squad Training, Alter. Ja. Oh, unhöflich. Toll, was hat das jetzt gebracht, du Nase? Außer, dass ich hier nicht mehr vom Land komme? Ganz böse Jungs. Zu dumm. Ja, also wir heilen, bis mal. Oder doch nicht? Das hätten wir. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen heilen, ne? Unser Chefchen wird wieder nicht besonders begeistert sein, da wette ich. Wird eh bloß wieder rumgrügeln. Und nochmal runter. Es ist zu ruhig. Ja, das ist das Problem. Wohoho. Ernsthaft? Da dirbst du nicht mit den Bullen. Hat er schon. Vorbei ist der Mai.
hast dir den falschen Bullen ausgesucht. Genau, würde ich auch behaupten. Stopp, Polizei! Den interessiert das, glaube ich, herzlich wenig. Welchen Verein wir zugehören. Wir sind der Feind. Waffe fallen lassen. Sofort. Wir schießen. Tja, sag ich doch, das war's schon. Geht relativ fix sowas. Seid Sie Vollidiot! Ihr habt genug Blut vergossen, um die ganze beschissene Stadt rot anzumalen! Wir sind hier nicht das A-Team, Kleiner! Was ist Ihr Scheißproblem? Ich habe gerade in einer halben Stunde mehr Typen eingelocht als die verdammte Operation Trident in 2 Jahren. Für wen halten Sie sich, Rambo? Wir sind hier in London und nicht in Scheiß Hollywood! Sie haben das Leben hunderter unschuldiger Passanten aufs Spiel gesetzt! Ich habe genug von Ihren schießwürdigen Cowboy-Manieren! Sie haben zu viele Leben riskiert! Meins eingeschlossen! Wann haben Sie das letzte Mal Ihr Leben riskiert, Ihr Scheiß-Schreibtischhengste? Wie viele Menschenleben habe ich heute gerettet? Wenn Verbrecher hier irgendwann mit Wasserpistolen statt verschissenen Bleispritzen rumlaufen, werde ich vielleicht versuchen, sie zu Tode zu erschrecken. Und bis dahin lassen Sie mich meinen verdammten Job machen, ja? Carter, ich will, dass Sie beim Transport von Crazy Jake dabei sind und vermasseln Sie es nicht wieder, verstanden? Ich arbeite verdeckt. Ich mache keine Transporte. Sie werden verdammt doch mal tun, was ich Ihnen sage, klar? Und jetzt hauen Sie ab! McCormack? Ich weiß, wer dran ist, Vollidiot. Ich hab ja angerufen. Charlie? Na, großartig. Jetzt, wo wir das geklärt haben, können wir ja übers Geschäft reden. Ich will meinen Neffen wieder draußen haben. Läuft das? Natürlich, Sie kennen die Vereinbarung. Gut. Er ist etwas abgespannt. Aber er hat ein gutes Herz und meint es nicht so. Er ist ein scheiß Psycho-Charlie, ein tollwütiger Hund, den man an eine Kette legen sollte. Ja, man hat's nicht leicht. Die Familie, was soll ich machen? Egal, sorgen Sie dafür, dass alles glatt geht. Enttäuschen Sie mich nicht, McCormack.